Hey Leute, willkommen zurück bei Minecraft Explorer. Wir gehen jetzt mal wieder zurück. Ich will nämlich die Nacht überbrücken. Oh, hallo Spinne. Autsch. Und Thema. Mein Gott, ihr habt immer Themen. Find's ja herrlich. Ich wurde darum gebeten, über Epilepsie zu reden. Also, ja. Epilepsie. Na gut, was ist das? So, zurück zum Spiel. Sorry. Also, es natürlich bedeutet, was heißt natürlich? Es bedeutet auf Deutsch, oder es ist Griechisch und bedeutet eigentlich auf Deutsch so viel wie der Anfall. Das ist so eine Art Krampffall, was man haben kann. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich das alles erzählen kann. Ich finde es ja auch interessant, wie gesagt, über welche Themen man reden soll, aber gut, von wegen Epilepsie. Ich persönlich kenne keinen Fall von meiner näheren Umgebung, die an Epilepsie leiden. Heißt also, die in diesem, ja, die Überreizung dieses Gehirns haben. Also das kann ja mehrere Ursachen haben. Es kann eine Vergiftung sein, wie gesagt, eine Überreizung. Das kann auch eine Beschädigung des Gehirns an sich verursacht werden. Das kann eine erbliche Ursache. Oh mein Gott, das kann so viele Ursachen haben, Epilepsie. Deswegen kann ich das gar nicht alles kurz erzählen, weil das einfach viel zu viel wäre. Und ich gar nicht wüsste, wo ich dann richtig, ja, was die Person, die danach gefragt hat, was sie denn überhaupt von mir verlangen würde, was sie von Epilepsie reden soll. Deswegen ist schon ein bisschen schwer. Ich muss hier rau durch. Verdammt, ich hole mir mal kurz noch einmal Wasser. Einfach nur, weil ich es kann und weil es unendlich ist. So. Deswegen fällt mir die Begrifflichkeit Epilepsie relativ schwer, da irgendwie was zu erklären, weil es einfach viel zu weit fassend wäre. Also auf jeden Fall gibt es diese Krankheit, oder sie wurde schon als Krankheit entdeckt im 16. Jahrhundert. Das habe ich auch soweit jetzt mal gelesen. Oder der Effekt ist halt eben, dass die Menschen dann an Krampfanfällen leiden, eben meistens sogar eine Art ja, Bewusstlosigkeit dann noch zusätzlich erleiden. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie weit vorn müssen wir denn eigentlich jetzt? Ich bin jetzt die zweite Reihe, oder muss ich mal kurz einfach mal wieder meine schöne Grafik hier haben? Ich glaube, drei müssen wir hochmachen, genau. Wir hatten neulich zwei gehabt, genau, richtig. Als nächstes drei hoch und danach, ja, ebnet sich das alles schon wieder ein bisschen mehr. Okay, dann können wir das erstmal basteln hier. Also deswegen ist die Frage, oder diese Sache, dass ich über Epilepsie reden soll, relativ schwer das alles. Ich hoffe, ihr versteht das auch. Es gibt da einfachere Themen, nenne ich es mal so. Achso, ich muss mal kurz aufpassen, dass ich hoffe, ich nehme hier nicht auf ohne Mikrofon. Okay, ich nehme das Mikro auf. Hatte schon Angst gehabt, weil ich in der letzten Folge oder bei der letzten Sache mal ein Mikro ausgeschaltet habe und wusste nicht, ob ich es wieder angeschaltet habe. Deswegen hatte ich ein bisschen Befürchtung. Also, Epilepsie kann dementsprechend, muss auch, ja, ein bisschen anders immer behandelt werden. Größtenteils hat es natürlich damit auch was zu tun, dass das Gehirn, was diesen Anfall da erlebt hatte, ist nicht irgendwie gleichzusetzen mit, dass er einen Schlaganfall hatte. Das hat damit nichts unbedingt zu tun. Kann, muss aber nicht. Ist immer was anderes. Und ja, da muss das menschliche Gehirn einfach sich wieder ein bisschen ausruhen, damit das wieder in Ordnung kommt. Aber viele leiden halt dauerhaft darunter, durch zum Beispiel irgendwelches flackerndes Licht oder durch irgendwelche Effekte. Ganz schlimm finde ich zum Beispiel dieses Strobe Light, was in irgendwelchen Diskotheken oder so existiert. Das finde ich schon fast prädestiniert dafür, dass man da an
Epilepsie, also einen Anfall davon bekommt, weil das einfach so krass ist von der Frequenz her, dass das eine Reizüberflutung im Gehirn entstehen kann. Denn da gab es ja auch eine nette Geschichte, da gibt es ja die eine Pokémon-Folge, die gebannt wurde in Japan. Die, ich glaube, die gibt es sogar auf YouTube. Wer sich das reinhauen will, ich empfehle es so erstmal nicht, weil ich keine Haftung tragen möchte. Sonst sollte jeder selber wissen, was er tut. Macht es nicht ohne medizinische Hilfe. Ihr wisst halt vielleicht gar nicht, dass ihr unter Epilepsie leidet. Das wussten die Kinder ja auch nicht. Und dann auf einmal kam diese bekannte Folge, mehr oder weniger die berüchtigte Folge, die wie gesagt jetzt gebannt ist, weil in der Folge war es irgendwie so, dass die sich in einer Art Computer befunden haben und dort wurden zwei Raketen abgeschossen oder hat Pikachu halt oder Pikachu, wie man es aussprechen möchte, diese Raketen abgeschossen und dabei ist dann dieser komische Effekt aufgetreten, dass mehrfach hintereinander ganz schnell Lichtblitze entstanden sind mit unterschiedlichen Farben. Sorry. Und dadurch einfach dann ja die Probleme entstanden sind für die Kinder viele. So, jetzt muss ich mal schauen. Das bleibt auf dem Bereich. Hier drei. Dann anschließend. Ach nee. Muss kurz was korrigieren. Machen wir die Größe? Aha. Das finde ich mal interessant. Müssen wir sogar 4 machen. Ich glaube, wir gehen nämlich auf Größe 35. Ich glaube, ich habe damals gesagt 35 genau. Heißt also 4 der Mittelblock und dann nochmal 1, 2, 3, 4. Genau, und das müsste hier die 31 sein. Jetzt muss ich aber darauf achten, dass ich das nicht übertrieben habe. Obwohl, nee, übertrieben habe ich es nicht. Ich muss einfach nur darauf achten. Okay. Ich hoffe trotzdem, dass es relativ rund wird. Jetzt überlege ich gerade nochmal nach. Ja, nee, das ist richtig so. Okay. Okay, dann, wie gesagt, muss ich das 3 und dann kommt hier 2 hin. Muss erstmal das ordentlich finden. Dann kommen hier. Oh Gott. Noch so ein Ding hin. Ups. Weg damit. Und dann wird hier sowas gemacht. Oh Mann. So gucken, dass ich das genau richtig hinbekomme. Also wie viele sind jetzt hier darunter? 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre hier 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann wären wir genau dort. Jetzt muss ich nochmal einen Block hier machen. Ei.
Genau, und jetzt. Doch, okay. Ich habe jetzt gerade überlegt. Aber ist alles okay? So. Läuft alles noch ganz gut. Und jetzt müssen wir das bis wieder eins da drüber, das mit Sicherheit begehen, das wieder rummodellieren. Ja, wieder zurück zum Thema. Auf jeden Fall war es bei der Folge so, dass die ganzen in Japan ausgestrahlte Folge, als es passiert ist, eben waren dann über 10.000 Kinder wurden dann anschließend, also es ist wirklich, das ist keine Urban Legend oder wie heißt es, Creepypasta heutzutage, die ja mal rauskommt. Das ist wirklich passiert, da sind 10.000 Kinder kamen ins Krankenhaus aufgrund von Epilepsie. Und ist halt nicht zu verachten. Also die hatten dieses Problem gehabt. Abgesehen von der Anzahl der Kinder, die es waren, aber man kriegt mit, es ist schon ein bisschen verbreiter alles. Und ja, Epilepsie sollte man. Deswegen habe ich gesagt, guckt euch das Video. Also ich würde es nicht sagen, dass ihr es euch anschaut, weil es einfach. Ja. Ich will halt nicht, dass euch was passiert. Weil die Frage ist immer. Natürlich, woher soll man wissen, dass man diese Krankheit hat? Wenn man nie zu dieser Situation gekommen ist, dann ist sowas ja auch bei den Kindern. Sie wussten ja nicht, dass sie die Krankheit haben, sonst würden sie sich. In dem Moment, wo sie zum ersten Mal so leicht die ersten Ansätze dafür sehen, sofort das ausschalten. Abgesehen davon, wie gesagt, wussten sie ja vielleicht gar nichts davon, dass eine Folge, ja gut, das ist ja eher ein Problem, aber. Wie gesagt, das ist so eine Sache, da hätten die Entwickler der Folge einfach mal drauf achten müssen. Weil das ist ja. Doch ziemlich offensichtlich und ich frage mich, warum man nicht auf die Idee gekommen ist, dass es vielleicht passieren könnte. Alles gut, das ist deren Sache. Aber wie gesagt, bei mir im näheren Umkreis leidet niemand darunter und auch wenn ich, wie gesagt, dieses Strobe Light, was manchmal extrem nervig ist in der Diskothek, einfach nur als nervig empfinde, bin ich doch irgendwie glücklich, dass ich da nicht unter Epilepsie leide. Weil das wäre mir noch schlimmer und blöder. Also das wäre Kacke. Um es so zu formulieren. Und wir haben schon wieder Gläser weg. Ich glaube, wir haben nur noch 19 genommen. Da hinten ist schon das Ziel. So. Und ja, wie gesagt, ich kann da weiter nichts so drüber erzählen. Vor allem, weil erzähl mal darüber. Wie gesagt, das Thema ist richtig groß und da müsste man mir schon sagen, worüber man direkt da erzählen sollte. Bezüglich bekannter Fälle, wie ich es gerade eben gemacht habe oder wie es sonst noch entstehen könnte, wie es behandelt werden kann. Das ist einfach viel zu viel, als dass man das mal kurz in einem Minecraft-Part erzählen könnte. Deswegen könnt ihr mal eure Erfahrungen bezüglich, wow, Epilepsie einfach mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Und bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Auch wenn die Folge vielleicht ein bisschen kürzer war. Ja, bis dann. Ciao, ciao.